ausgebaute Kastenwagen nach wie vor einer der Trends im Reisemobilbereich. Auch hier auf der Messe, auf dem Caravansalon 2019. Und wir zeigen euch jetzt mal ein paar Highlights dieser Klasse. Ganz genau. Der rote Teppich ist ausgerollt, ist alles vorbereitet, damit es morgen losgehen kann. Hier auf dem Stand sind wir jetzt bei Malibu. Hier ist unter anderem der Malibu Van, der ja bei unserer Leserwahl Preise abgeräumt hat. Und den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Der Malibu Van Charming GT wurde letztes Jahr präsentiert. Die Besonderheit war dieses schöne Glasdach, was so ein bisschen das Gefühl eines Teilintegrierten vermittelt. Man kommt auch schön hier ins Fahrerhaus und kann zurückgehen, ohne sich den Kopf anzustoßen. Das Staufach hier fehlt, dafür wurden die Schränke nach vorne gezogen. Weil das Modell wirklich sehr erfolgreich ist, gibt es jetzt eine neue Variante. Und die hört auf den Namen Charming Coupé. Man sieht, von vorne schaut er aus wie ein ganz normaler Kastenwagen, aber das Innenleben ist gleich geblieben. Nur, dass eben hier die Panoramascheibe fehlt, aber trotzdem hat man einfach ein luftiges Ambiente hier und hat ein Coupé-Feeling. Ja, unser nächster Kandidat ist von Vantura und zwar haben die Sonderedition Black and White hier stehen. Das ist ein 6 Meter Kastenwagen, der natürlich, wie der Name schon sagt, in den Zielfarben Schwarz und Weiß gehalten ist. Dieses Fahrzeug liegt bei 43.990 Euro im Grundpreis. Und so wie es hier steht, mit einigen Sonderausstattungen, kommt der Wagen auf 52.097 Euro. Im Innenraum gibt es natürlich auch nur ein Thema, Black and White. Sämtliche Oberflächen, hier haben wir zum Beispiel die Tischplatte, komplett strahlend weiß abgesetzt mit schwarzen Umleimern. Genauso die Griffe, die sich sehr wertig anfühlen. Ja, das ist gut gelöst. Wir haben hier überall schönen Stauraum und für die Klasse üblich die Küche hier im Eingangsbereich. Hier haben wir einen Zweiflammkocher mit Zünder und ein kompaktes Spülbecken. Ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter und bewährter Grundriss in dieser Klasse. Das Heck ist gefüllt von einem Doppelquerbett und das Bad, da schauen wir jetzt mal kurz rein. Ja, das ist für die Größe relativ geräumig. Also ich bin 1,87 Meter, die Stehhöhe passt. Als Ausstattung haben wir hier eine Drehtoilette und diverse Ablagefächer, die sich hier gut nutzen lassen. Eine kleine Besonderheit haben wir hier hinten und zwar lässt sich hier nochmal so ein Fach entriegeln und eine zusätzliche Ablage schaffen. Und natürlich auch hier haben wir die dominierenden Farben Schwarz und Weiß. So viel zu diesem Fahrzeug. Dann schauen wir mal, was es sonst noch Neues gibt. Auch Rapido präsentiert einen neuen Van. Wie in diesem Jahr bei fast allen Herstellern hat auch dieser hier ein Panoramaglasdach. Rapido nennt es Skyview. Das wirklich Besondere am Rapido V62 ist aber der Grundriss. Und das merkt man schon, wenn man hier mal reinschaut. Also normalerweise ist ja hier der Küchenblock, da ist hier der Eingang. Der Gaskasten liegt hier. Da gut, eine Mülltüte ist noch drin, aber normalerweise stehen Gasflaschen drin. Und man hat hier ein sehr luftiges Raumgefühl, wenn man das Fahrzeug betritt. Hat hier eine geräumige Sitzgruppe, wo dann hier 1, 2, 3, 4, sogar bis zu 5 Leute Platz nehmen können. Durch das Panoramadach ist natürlich hier auch der Durchgang ins Fahrerhaus sehr luftig. Man kann ja gut Platz nehmen. Der Tisch ist jetzt nicht übermäßig breit, aber für einen Kastenwagen echt gut nutzbar. Wenn man jetzt nach hinten geht, sieht man, die Küche ist auf diese Fahrzeugseite gewandert, wo normalerweise das Bad ist bei einem 6,36 Meter Fahrzeug, so wie dieser hier ist. Zwei Flammengaskocher, Standard elektrische Zündung, ist gut. Ein relativ großes Waschbecken, Spülbecken und hier mit Zentralverschluss kann man die Küchenschubladen öffnen und schließen. Also Stauraum gibt es hier genug. Ein großer Kühlschrank auf der anderen Seite. Da können die Vorräte auch gut mitreisen. Und jetzt das Besondere, es ist eigentlich ein Grundriss eines Teilintegrierten. Wir haben ein Heckbett an der Seite und ein Bad auf der anderen Seite. Das Bad ist lang, für einen ausgebauten Kastenwagen sehr lang, aber schmal. Und das Bett ist auch schmal. Also eigentlich kombiniert man hier zwei Nachteile. Aber Rapido sagt auch,
dieses Fahrzeug ist die Schnittstelle zwischen Kastenwagen und Teilintegrierten. Der Preis, so wie er hier steht, rund 55.000 Euro. Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal das Heck von dem Fahrzeug an. Auch hier haben wir durch den Grundriss Vor- und Nachteile. Man sieht schon ganz klar, die Duschkabine ist natürlich von hinten verkleidet. Das schränkt den Stauraum ein klein bisschen ein. Aber man hat hier im Gegenzug eine Entnahme, die man jetzt nicht unbedingt über die Außenhaut machen kann. Man kann die Kassetten entnehmen hier hinten. Und hier unten ist schön gemacht ein Anschluss für die Außendusche. Das Schöne ist, habe ich die Türen offen, kann ich hier relativ sichtgeschützt die Außendusche nutzen. Hier hinter mir sehen wir den California 6.1. Den haben wir aber in einem anderen Video und das findet ihr hier. Wir gehen weiter hier rüber zum Marco Polo. Und da hat Mercedes für den Salon eine Sonderedition rausgebracht, den Adventure. Der unterscheidet sich durch das farbige Aufstelldach und jede Menge Sonderausstattung. Das Ganze ist dann ausgestattet mit einem starken 3 Liter Diesel und kostet in der Basis ab 63.490 Euro. Das ausgestellte Fahrzeug, wie es hier steht, scheint noch jede Menge Ausstattung drin zu haben, weil es kommt auf stolze 90.949 Euro und 32 Cent. Bei Ford ist natürlich der Nugget ein großes Thema auf Basis des neuen Ford Transit Custom. Hier haben wir eine Version mit Aufstelldach. Schön mit schicker Zweifarblackierung, wobei das da unten ist eine Folie. Sieht sehr schick aus. Oder es gibt natürlich auch noch den Nugget Plus mit dem aufgesetzten Hochdach, wo da ein bisschen mehr Platz ist, vor allem in Kopffreiheit. Aber die wirkliche große Neuheit auf dem Ford-Stand ist der Big Nugget. Da gehe ich jetzt mal hin. Das hier ist er also, der Ford Big Nugget. Er basiert auf dem großen Ford Transit, ist eine seriennahe Studie und wir gucken jetzt mal rein, wie das hier so ausschaut. Als erstes fällt auf, was eine sehr praktische Lösung ist, der Kühlschrank sind hier zwei so ausfahrbare Gitterboxen. Das ist sehr praktisch, weil man auch von außen dann schön an die gekühlten Getränke rankommt. Also schöne Lösung. Dann haben wir hier klassisch einen Zweiflammkocher mit elektrischer Zündung, ein kleines Waschbecken und ein Badezimmer, das schaue ich mir jetzt mal an. Das ist ja mal wirklich groß. Hier passe ich also bequem rein. Auch die Stehhöhe ist kein Problem. Ich kann sogar noch hier ein paar Finger ausstrecken. Kleines Waschbecken, kommt mal gut ran. Die Toilette ist drehbar, die Dusche hängt auch hier. Also das sieht schon alles sehr gut aus. Bei den Hecktüren hier nur von Türen zu sprechen, ist bei der Aufbauhöhe natürlich fast schon untertrieben. Das sind bei der Höhe fast schon Portale. Und wenn man hier reinschaut, fällt das natürlich auf, wie viel Raum hier einfach ist. Hier drunter klassisch richtig viel Stauraum, schön gelöst. Die Matratze ist hier auf flexiblen Tellerfedern untergebracht. Das ist sehr hochwertig. Das sollte kompensieren, dass die Matratze nicht allzu dick ist. Man sieht hier, trotz des querverbauten Bettes gibt es jede Menge Platz und hier diese Taschen. Das hat folgenden Grund, das zeige ich jetzt. Hier an der Seite vom Big Nugget sind jeweils noch solche Blenden angebracht, die den Raum fürs Bett im Innenraum einfach noch mal ein Stück weit erweitern, sodass man hier auf 2 Meter Liegefläche kommt, obwohl das Bett quer verbaut ist. Das Fahrzeug ist, wie gesagt, eine seriennahe Studie, wird wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen. Preise stehen noch nicht fest und es werden noch ein paar Details in der Verarbeitung wahrscheinlich geändert, aber so wird er wahrscheinlich aussehen nächstes Jahr. Hier auf dem Stand von Leica wollen wir euch kurz den Cosmo 6 zeigen. Das ist ein klassischer 6 Meter Kastenwagen mit einem sehr konventionellen Grundriss und einer holzlastigen Innenraumgestaltung. Der Basispreis für das Fahrzeug liegt bei 41.990 Euro. Mit der Ausstattung und wie das Fahrzeug hier auf der Messe steht, steigt der Gesamtpreis dann auf 50.973. Hier im Innenraum wirkt alles sehr bekannt für die Klasse. Die Küche hier im Durchgang mit Erweiterung. Hier vorne die Sitzgruppe mit den zwei gedrehten Fahrsitzen.
Und den mittleren Teil teilt sich hier ein Kleiderschrank, der hier unten auch noch ein Fach bietet, einen kleinen Wäscheschrank. Das Bad, ein schmaler Durchgang und ein querliegendes Doppelbett im Heck. Zum Bad. Das Bad ist hier mit einer Rolltür ausgestattet und hat ein sehr, sehr kleines Fenster über dem Waschbecken. Das hat folgenden Vorteil. Hier dient die Auszieharmatur gleichzeitig als Dusche, kann aber durch das kleine Fenster auch nach außen durchgereicht werden und bei heißen Sommertagen dann als Außendusche genutzt werden. Das Heck hat hier noch kleine Aussparungen innen, aber das sieht man am besten von hinten. Ja, hier von außen sieht man ganz schön das Querbett und die angesprochenen Aussparungen hier in den Seiten. Die sind von außen nicht sichtbar, sorgen aber hier nochmal für ein bisschen mehr Breite vom Bett. Was hier ganz geschickt gelöst ist, aber das ist auch ein sehr bekanntes System, die Leselampen lassen sich hier an der Schiene flexibel verschieben und eben genau dorthin setzen, wo man sie braucht. Unter dem Bett haben wir zum einen den Gaskasten, der ist hier links untergebracht. Ah, da ist jetzt was anderes drin. Und ein Stauraum, den man für größere Sachen nutzen kann, wenn man eben hier dann den mittleren Teil des Bettes hochklappt. Sieht man schon ganz gut, hier entsteht ein großer Durchladeraum. Da passen sicherlich, wenn man so gut abholzert, auch ein paar Fahrräder rein. Bei Drima steht ein 6,36 Meter langer Campingbus mit Superhochdach und der hört auf den Namen Camper 5. Und hier ist Name Programm. Dieses Fahrzeug soll Platz für 5 Menschen während der Fahrt und zum Schlafen bieten. Das Auto gibt es für 48.000 Euro Grundpreis, so wie hier steht 51.170 Euro. Und wenn man hier reinschaut, sieht man auch sofort, es ist wieder kein typischer Grundriss. Der Gaskasten ist hier auf der Seite. Man hat hier eine große Sitzgruppe, wo Philipp schon Platz genommen hat, wo man auch wirklich mit 5 Leuten sitzen kann, also 1, 2, 3, 4, 5. Man hat hier nochmal ein Polster und man kann hier noch einen zusätzlichen Fahrsitz einbauen, dass wirklich 5 Leute mit dem Fahrzeug fahren können. Es geht hier weiter mit einem Küchenblock, der auch groß dimensioniert ist, also erstaunlich, wo der ganze Platz herkommt. Man hat hier einen 2-Flammkocher, ein Waschbecken, ist alles integriert, man kann also schön hier durchwischen, das ist gut gelöst. Hat hier noch eine Klapperweiterung und 3 große Schubladen. Der Kleiderschrank folgt direkt dahinter. Auch ausreichend, wobei natürlich für 5 Leute wird es dann schon irgendwann eng mit dem Platz. Und hier hinten 2 Stockbetten für die Kinder, die dann auch noch eine kleine Sitzgruppe hier haben, wo man dann auch nochmal einen Tisch montieren kann. Hier ist noch eine Kleiderstange, wo man Klamotten hinhängen kann. Also Kinder schlafen hier bestimmt gut. Und die Frage ist halt, wo schlafen die anderen? Und die anderen schlafen hier, die Erwachsenen im Hubbett. Das kann man hier einfach runterziehen. Man muss hinten noch eine Klammer lösen. Philipp, mach mal bitte. Und dann klappt man das Teil einfach hier runter. So. Und hat hier ein Bett für 2. Reicht ausreichend. Kopffreiheit ist natürlich nicht viel gegeben, aber zum Schlafen reicht das perfekt. Fallschutz haben wir hier auch noch und für Privatsphäre gibt es auch hier noch einen Vorhang, dass man etwas ungestörter ist. Licht gibt es natürlich auch. Dann machen wir es mal nochmal hoch. Jups. Das geht eigentlich relativ einfach. Hier wird es fixiert. Ich kann mich hier auch wirklich gut runterstellen, also ich würde mal sagen so rund 1,95 Stehhöhe. Ich mit meinen 1,93 kann mich hier noch halbwegs gut bewegen. Weiter geht's im Badezimmer. Auch das ist groß. Besonders durch das Superhochdach hat man natürlich hier wirklich ausreichend Stehhöhe. Hat hier eine Schiebetür, die man schön schließen kann. Zack. Toilette ist auch gut benutzbar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ein Waschbecken mit ausziehbarem Duschschlauch. Das funktioniert auch gut. Also vom Raumangebot ist er wirklich sehr gut gelöst. Man hat hier noch die Sitzgruppe, die dann, weil wenn man aufmerksam zugehört hat, haben wir 1, 2, 3, 4 Betten und die Sitzgruppe kann noch zu einem 5. Bett umgebaut werden. Eine schöne Lösung, gute Idee, aber ich frage mich, 3,5 Tonnen. 5 Leute. Das kann eng werden. Das wird eng.
Pössl feiert 30-jähriges und deswegen gibt es ein Sondermodell, den Trenta. Hier haben wir die 6,36 Meter Variante. Allen gemeinsam ist der Kühlschrank, den man sowohl von außen öffnen kann, als auch von innen. Und besonderes Kennzeichen dieses Fahrzeugs, was für einen Grundpreis von 44.600 Euro zu haben ist, sind diese Bullaugenfenster. Aber auch am oberen Ende der Modellpalette hat sich was getan. Die andere große Neuheit bei Pössl ist der Summit Prime, hier in der 640er Version. Und das Besondere an diesem Fahrzeug ist das Skyroof. Im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern oder eigentlich zu allen anderen Herstellern kann man dieses Dach auch öffnen. Es hat also quasi eine Schiebedachfunktion. Das Fahrzeug, Basispreis 43.999 Euro und dieses Fahrzeug, wie es auf der Messe steht, 51.229. Auch dieser Pössl hat diesen schönen Kühlschrank, den man sowohl von außen wie auch von innen öffnen kann. Und diesen Dometic 10er Kühlschrank sieht man in echt vielen Fahrzeugen. Und wenn ich hier so einen Innenraum anschaue, kann Philipp uns viel dazu erzählen. Mit Sicherheit. Also das Raumgefühl ist wirklich fantastisch. Auch dem Kühlschrank geschuldet, weil der eben nicht hier irgendwo in einem hohen Schrank steht. Hat zwar den Nachteil, dass man sich bücken muss, aber dafür hat man hier eine schöne freie Blickachse bis zum Heck. Das macht das Ganze einfach sehr luftig und der lange Radstand macht sich dadurch sehr positiv bemerkbar. Die Sitzgruppe, da habe ich schon mal Platz genommen, ist sehr, sehr bequem ausgelegt und wir hatten hier die Möglichkeit, das Ganze auch noch mit einer Platte zu erweitern, sodass hier wirklich vier Personen gut unterkommen und sehr gut gemeinsam essen können. Bei der Küchenplatte merkt man hier, wie gesagt, durch den Kühlschrank, dass die Arbeitsfläche sehr, sehr breit ist. Ich habe viel Platz, kann das Ganze aber hier nochmal mit einem langen Aushub nochmal erweitern, sodass man sogar während des Essens hier nochmal was abstellen könnte, wenn man hier auf der Bank sitzt. Hier in der Front sieht man nochmal ganz schön, auch hier nochmal ein zusätzliches Fenster, um hier viel Licht in die Sitzgruppe reinzubekommen. Hier kommt normalerweise auch Tageslicht rein. Hier ist jetzt natürlich die Messelampe drin, um das nochmal in Szene zu setzen. Aber alles sehr, sehr solide ausgeführt und ja, es macht alles einen sehr schönen Eindruck. Kommen wir hier zum Bad. Hier haben wir auch eine Drehtoilette. Pössl verzichtet hier auf das Fenster, es ist also kein Tageslichtbad. Dafür hat man hier aber eine Dachluke drin, die eben auch Tageslicht mit reinbringt. Bei der Duschlösung hat man hier eine Klappvorrichtung und kann eben den gesamten Waschtisch mit dieser sehr, sehr schicken Armatur hier, die wirkt dadurch, dass sie aufgesetzt ist, sehr edel, kann man das Ganze hier verschließen und hat dann hier eben eine Duschkabine, ohne dass die Toilette oder ähnliches dann nass wird. Das ist sehr raumeffizient gelöst und macht auch einen sehr guten Eindruck. Auf der anderen Seite dichtet es hier mit einer schönen Lamellenschiebetür, die während der Fahrt mit diesem Band hier gesichert wird. Das Thema gerade, ich bin 1,87 groß, bei solchen Fahrzeugen ist immer, wie lang die Betten sind. Ich komme hier sehr, sehr gut unter und muss hier nicht auf Kontakt schlafen. Hier hat man durch die zwei seitlichen Fenster noch schön Tageslicht. Und mit den Leselampen und den Staufächern hier ringsum hat man eben auch jede Menge Platz. Platz gibt es auch unter den Betten und zwar hier in Form von jeder Menge Stauraum. Ein echter Hingucker von der slowenischen Firma Phantom ist der Road Adventure. Ein VW Crafter mit Allradantrieb und sag ich mal, martialischen Anbauteilen, wie hier zum Beispiel diesen Monster-Kuhfänger. Ob der so zulassungsfähig ist, weiß ich ja nicht. Damit man auch im Gelände gut vorankommt, hat er grobstollige All-Terrain-Reifen, hat hier Schwellerschutzrohre, damit auch mal, wenn man irgendwo an Steinen hängen bleibt, erstmal da hier was kaputt geht und nicht der Seitenschweller. Und Markise, Dachträger, Reserverad am Heck. Das alles ist hier in diesem Fahrzeug dabei und das kostet 83.500 Euro. Wenn man jetzt mal hier schaut, haben wir hier einen schönen Auszugskühlschrank, ist jetzt nicht der größte, hat aber dann auch noch ein Gefrierfach dazu. Also das reicht auf jeden Fall für zwei Personen, weil für mehr ist es nicht ausgelegt, dieses Fahrzeug. Hier oben ist dann noch die Besteckschublade und das hier ist kein Sonnenschirm, das ist der Tisch. Den kann man hier rausnehmen und mit einer Säule, die hier hinten gelagert ist, kann man ihn hier reinstellen. Das ist jetzt natürlich so, dass es ein reiner Nottisch ist. Also man kann die Sitze natürlich ein bisschen drehen, aber
ja, zu zweit geht's. Aber der Hersteller sagt auch, man ist doch am liebsten draußen und das soll nur eine Notlösung sein. Ist aber sehr spannend. Was dann hier noch ist, klassisch zwei Flammkocher mit einer Spüle, elektrische Zündung und man hat hier eine riesen Fläche, so ein richtiges Sideboard wie zu Hause im Wohnzimmer mit Unterschränken, aber dazu kommen wir dann gleich. Das Badezimmer versteckt sich hier, ist quasi ein Vario-Bad. Dafür verschwinde ich jetzt hier mal, mach das Teil hier so zu, so und schon bin ich in einem kuscheligen kleinen Badezimmer. Die Stehhöhe ist jetzt nicht groß, nicht so wirklich groß, aber es geht. Wenn der Ventilator hier aus wäre, hätte ich sogar richtig Platz. Der Waschtisch steht hier unten. Hier ist auch gleichzeitig die Dusche zum Ausziehen. Und das Waschbecken ist klappbar. Hier ist jetzt die Kamera. Ich muss mal die Kamera kurz bewegen. So. Und darunter ist dann das Klo. Also Platz ist in der kleinsten Hütte. Und selbst ich mit 1,93 kann hier tatsächlich auch zurechtkommen. So, die Kamera bewegt sich noch mal kurz. Dann ist das gut so. Und ich erscheine wieder aus dem Nichts. Da bin ich wieder. Guten Tag. Ja, das ist alles schön. Also ich finde praktische Detaillösungen und auch die Bettlösung ist spannend. Und die bauen wir jetzt mal gemeinsam auf. Genau. Dazu muss ich zuerst hier diese Leiter lösen, weil die hält den Lattenrost. Im hinteren Teil würden wir das normalerweise hiermit sichern, aber das haben wir jetzt schon mal gelöst. So, und dann klappt man das Teil erstmal runter. Um das Ganze dann in die Breite zu bekommen, nimmt man hier das zweite Teil und ergänzt das hier auf der Fläche. Dann kommt hier noch eine Verbreiterung fürs Heck. Mit einem zusätzlichen Matratzenteil, um eben noch mehr Breite zu schaffen. So, und schon hat man hier eine richtig große Liegefläche. Da das Ganze hier ja in Richtung eines Adventure-Mobils geht, wir bauen es mal noch kurz zurück, sieht man hier ganz schön, wie viel Stauraum das Fahrzeug bietet. Blick, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen Tetris spielen. Ganz genau. So, zack. Das hier, das Polster. Dann als nächstes das hier. Schön ist auch, dass diese Teile wirklich sehr leicht sind. Also das Umbauen schaut zwar kompliziert aus, aber es geht... Ich denke, das sieht man schon von der Zeit, dass das hier eigentlich... Es geht wirklich leicht von der Hand. Routiniert, wenigen Handgriff geht, ja. Dann kommt hier noch die Leiter wieder hin. So, und schon hat man hier viel Stauraum. Das bietet sogar die Möglichkeit, dass man hier ein Motorrad mit reinpackt. Dann muss eben der Reifen dort ein Stück weit in die Badewanne mit... In die Duschwanne mit eingeführt werden und dann klappt sogar das. Um hier möglichst lange autark zu sein, ist hier eine besondere Lösung. Und zwar setzt der Hersteller hier nicht auf Gasflaschen, sondern wir haben hier im Unterboden einen 60 Liter Gastank, der hier über die ganz normale Zapfstelle in der Tankstelle befüllt werden kann, also mit LPG. Hier oben ist entsprechend ein LPG-Gasdetektor, der Alarm schlagen würde, sollte hier irgendwas unvorhergesehen austreten. Zweite Geschichte für die Hartgesottenen. Hier ist noch ein Anschluss für die Außendusche. Der hat einen ganz einfachen Ein-Ausschalter für die Pumpe. Hier kommt allerdings nur Kaltwasser. Damit es im Rest vom Fahrzeug Warmwasser gibt, haben wir hier einmal einen Warmwasserbereiter eines englischen Herstellers. Und einfach weiter, was der Christian mal aufmachen kann, ist die Heizung vom englischen Hersteller Whale. Dank des großen Gastanks ist man damit natürlich dann auch recht lange autark unterwegs. Hier auf der Seite gibt es relativ viel Stauraum. Das heißt, gerade sollte man ein Motorrad mitnehmen, kriegt man hier sicherlich viel Equipment unter. Die Fächer sind hier ziemlich tief. Hier geht einiges rein. Wer jetzt lieber Wassersport betreibt, dafür gibt es noch eine ganz spezielle Lösung. Und zwar ist bei diesem Fahrzeug hier oben eine Rolle montiert, womit man das Kajak von hinten auf das Dach rollen kann und damit sogar mit einer Person das Ganze aufladen. Um dann oben richtig zu verzurren, gibt es hier die Möglichkeit, mit der Leiter hinterher zu klettern und das dann eben oben richtig zu sichern. Und passend zum Offroad-Look ist natürlich das Reserverad außen an der Hecktür montiert.
Also ich muss sagen, spannendes Fahrzeug, oder? Absolut. Und macht einen sehr robusten Eindruck. Hält dich locker aus. Ja, ich hoff's. Wirklich toll. Schau mal weiter. Jo. Unser nächster Kandidat ist der Challenger V114S in der Road Edition. Neu bei diesem Fahrzeug ist das neue Panoramadach hier vorne. Und das macht sich auch im Innenraum positiv bemerkbar. Wenn man hier vorne in der Sitzgruppe Platz nimmt, merkt man ganz deutlich, dass es hier vorne einfach deutlich luftiger zugeht. Wir haben hier mehr Tageslicht. Hier ist ja normalerweise keine Messelampe. Hier kommt auch nochmal Tageslicht rein. Das heißt, es ist einfach alles sehr lichtdurchflutet und gerade auch durch die hellen Oberflächen dann hell und freundlich. Verbreitet einfach Urlaubsstimmung. Eine pfiffige Lösung ist auch dieser Dreifach-Klapptisch hier. Den kann man dann zum einen so zurecht machen, dann hat man die mittlere Größe. Und um den Platz dort außen nicht auszuschließen, kann man dann hier noch einen Steg hindrehen, sodass derjenige, der dort sitzt, auch noch mal ein bisschen mehr Platz hat. Mit 5,41 Meter ist das Modell hier ein sehr kompaktes Fahrzeug. Los geht's bei 38.990 Euro. In der Road Edition, wie er hier auf der Messe steht, kommt er bei knapp über 48.000 Euro raus. Der Rest von diesem Grundriss ist ja weitestgehend bekannt. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zum nächsten Fahrzeug. Auch Forster hat jetzt Vans im Programm. Es gibt 4 verschiedene Grundrisse und mit dem Forster Van wird die Marke zum Vollsortimenter. Das heißt, es gibt Alkovenmobile, es gibt teilintegrierte Mobile, es gibt integrierte Mobile und eben jetzt die neue Van-Baureihe. Die Besonderheit hier ist, das obere Staufach wurde weggelassen. Das heißt, man hat hier viel Kopffreiheit und kann sich gut bewegen und ist einfach ein viel luftigeres Raumgefühl. Man hat dafür hier oben nochmal eine kleine Ablage hingebaut und in dieser Verblendung kann man hier vielleicht Zeitschriften oder Straßenkarten, hier vielleicht die Brille noch reinlagern. Wenn man jetzt den Innenraum so anschaut, fällt einem eine gewisse Ähnlichkeit zum Challenger von vorhin auf, was jetzt kein Zufall ist, denn die Fahrzeuge von Chausson, Challenger, von Roller Team und von Karmann und die von Forster laufen alle vom gleichen Band im Werk in Italien. Der Hauptunterschied jetzt zwischen dem Forster und dem Challenger von vorhin: es gibt hier kein Panoramaglasdach. Der Grundriss hier ist schön, weil er ist für 4 Personen geeignet. Und ich würde sagen, wir gehen mal nach hinten, dann zeige ich euch die Bettlösung. Und zwar sieht man hier, man hat 2 Querdoppelbetten, eins unten, eins oben. Und wenn man jetzt das untere nicht braucht, kann man es auch sehr schnell und leicht umbauen, kann dann diesen Lattenrost rausnehmen und hat dann hier unten viel Stauraum. Oder wenn man eben viel Kopffreiheit haben möchte, kann man auch das obere Bett ausbauen und zu Hause in der Garage lagern. Also ist sehr, sehr variabel. Der Forster Van wurde hier präsentiert auf dem Caravansalon in Düsseldorf und wir haben ihn schon im Supercheck, also Heft 11 Promobil. Da könnt ihr sehen, wie er sich geschlagen hat. Der Sunlight Cliff 4x4 Adventure Van ist sicherlich einer der Hingucker hier auf der Messe mit Hängematte auf dem Dach. Also da kann man mal schön Van live zelebrieren. Aber es ist nur eine Studie, man kann sie nicht kaufen. Aber es gibt natürlich auch einen Sunlight, den man kaufen kann. Das Sondermodell Sunlight XV steht nämlich hier auf dem Markt. Wobei das XV steht für 15, denn Sunlight feiert dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. Und es ist ein Sondermodell, vollgepackt mit Extras. Immer schwarz lackiert, eine schwarze Markise. Und im Innenraum auch noch einige Komfortfeatures wie eine Lederausstattung zum Beispiel, eine Multimedia-Anlage. Es sind insgesamt Sonderzubehöroptionen im Wert von fast 9.000 Euro an Bord. Das Ganze gibt es für 44.500 Euro. Und das hier ist ein klassischer 6 Meter ausgebauter Kastenwagen mit Querdoppelbett hinten. Auch er hat den Kühlschrank hier vorne, dass man also auch schön von draußen an seine Getränke kommt und nicht immer hier reinkrabbeln muss. Gefrierfach ist auch an Bord. Schauen wir noch kurz ins Bad, ob da irgendwas ungewöhnlich ist. Und das ist ein klassisches Kastenwagenbad. Geduscht wird mit Vorhangabtrennung, was jetzt mal nicht so ganz so komfortabel ist, aber ich sag mal, wir sind hier auch in der Einsteigerklasse. Ansonsten haben wir hier noch auf den Vordersitzen schön die 15 Logos aufgestickt, dass man auch weiß, dass dies ein Jubiläumsmodell ist. Ja, nettes Angebot. Ja.
Eine der größten Überraschungen auf dem diesjährigen Caravasalon ist der Detlefs Globevan E-Hybrid. Auf Basis des Ford Transit Custom ist es ein ausgebauter Campingbus ohne Bad mit Aufstelldach. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, die Antriebsräder werden ausschließlich über einen Elektromotor angesteuert. Die Batterieleistung beträgt 13,6 Kilowattstunden. Die Motorgesamtleistung 126 PS, das maximale Drehmoment 355 Newtonmeter. Der Benzinmotor ist ein 1 Liter EcoBoost, dient ausschließlich als Range Extender. Das heißt, er lädt die Batterie auf und wiederum der Antrieb erfolgt rein elektrisch. Und dieses Fahrzeug soll im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen. Das waren sie, unsere Highlights in Sachen Campingbusse und ausgebaute Kastenwagen. Wir sind viel rumgelaufen und ich würde sagen, wir haben uns jetzt hier ein gemütliches Plätzchen verdient. Ja, ganz genau. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir mit Neuigkeiten kommen. Und wo bleibt das Bier? Da müssen wir jetzt mal schauen.